In der langen Dämmerung so mancher Herbst- und Wintertage kann es für Fußgänger und Radfahrer schon mal gefährlich werden. Leicht wird man übersehen. Wie gefährlich? Das hängt also vor allem auch von der eigenen Sichtbarkeit ab. Ein kleines Beispiel bei einem Fußgänger, der dunkel angezogen ist, den kann ein Autofahrer erst ab 25 Metern ungefähr erkennen. Ist er hell gekleidet, sind es schon 40 Meter. Aber wenn reflektierendes Material an der Kleidung ist oder das Fahrrad gut beleuchtet, dann sind es bis zu 140 Metern. Und das nicht ohne Grund. So beträgt die Sehschärfe von Autofahrern bei derartigen Sichtverhältnissen gerade mal nur noch 20-30%. Wie gut Reflektoren die Sichtbarkeit erhöhen, zeigt dieses Beispiel auf einer unbeleuchteten Straße. Im Abblendlicht eines stehenden Fahrzeugs ist beim rechten Fußgänger zumindest noch die Jeans zu sehen. Nach rund 50 Metern versinkt aber auch sie im Dunkel. Die Fußgänger und Radfahrer können natürlich eine Menge tun, damit sie aus dem Dunkel des Verkehrsgeschehens so richtig rausleuchten. Es gibt die verschiedensten Reflexmaterialien, die man aufkleben kann auf die Kleidung, die man aufbügeln kann, aufnähen. Thema Fahrrad. Als allererstes sollte der Fahrradfahrer darauf achten, dass sein Fahrrad die vorgeschriebene Lichtausrüstung hat und zusätzlich die Reflektoren noch befestigen. Und es gibt auch kleine Röhrchen für jede einzelne Speiche. Wenn man die dran hat, dann kann man überhaupt nicht mehr übersehen werden. Kinder und Jugendliche werden im Straßenverkehr allein schon wegen ihrer Größe leichter übersehen. Bei schlechten Sichtverhältnissen sind sie noch stärker gefährdet. Erwachsene sollten den Kindern daher mit leuchtendem Beispiel vorangehen.